Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der letzte Sonntag nach Epiphanias. Der Stern erleuchtet uns. Die Epiphanias-Zeit, die Fortsetzung der Weihnachtszeit. Der Stern erinnert uns an unsere Hoffnungen und an unsere Erfahrungen. Der Stern, der über dem Stall leuchtete, der Stern, der die Menschen dahin führte, wo sie Gott begegnen können. Nicht in den Palästen, sondern in einem armen Stall, nicht in einem reichen König, sondern in einem kleinen, schwachen Kind, schwach, so wie wir es oft sind. Dort begegnet uns Gott, an einer Stelle, an der wir es niemals vermuten würden. Der Stern erleuchtet uns in dieser Welt, damit wir Gott entdecken, dort, wo er uns nahe ist. Das Evangelium des heutigen Sonntags steht bei Matthäus im 17. Kapitel. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, und die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist es gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Lob sei dir, Christus. Amen. Wir glauben Gott im höchsten Thron, wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebenedeit, Halleluja. Wir glauben Gott, den Heiligen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag, und stark macht, was da niederlag. Halleluja. Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der annimmt unsere Not, litt unser Kreuz, starb unseren Tod. Halleluja. Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorher bestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Halleluja. Den Geist der Heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein, bis wir
mir von Sünd und Fehl befreit, ihn selber schaun in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Der Predigttext für den letzten Sonntag nach Epiphanias steht im 2. Petrusbrief. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Suche nach Gottes Nähe und immer wieder die Frage, vielleicht haben wir uns ja getäuscht. An Tagen, wenn es uns gut geht, wenn alles einfach so gut läuft, wenn wir Liebe in unseren Herzen spüren und uns gelingt, was wir anpacken, dann vielleicht die Frage, warum brauchen wir denn Gott? Wir können es doch alleine und es läuft doch gut. Aber noch viel mehr in schweren Tagen hat Gott uns verlassen. Diese Frage, die dann immer wieder aufkommt, oder die Frage, vielleicht haben wir uns ja getäuscht und Gott ist gar nicht da, Gott achtet gar nicht auf uns Menschen. Die Frage, wo wir Gottes Spuren in unserem Leben sehen und erkennen können, die Frage, wie wir Halt und Orientierung finden. Diese Fragen beschäftigen die Menschen seit Menschengedenken. Im 2. Petrusbrief hören wir von dieser Auseinandersetzung und die Rechtfertigung, nein, wir sind nicht irgendwelchen ausgeklügelten Fabeln gefolgt, wir haben uns nicht etwas einreden lassen, wir sind nicht in die Irre gelaufen, sondern das, worauf wir vertrauen, es gibt uns Halt, auch wenn es jetzt vielleicht gerade schwierig ist. Und dann wird an die Geschichte erinnert auf dem Berg, als Jesus vor ihnen anfing zu leuchten, er verklärt wurde. Das sind Momente, in denen wir mitten im Alltag plötzlich etwas begreifen, etwas erfahren. Wenn wir einen Menschen vielleicht schon lange kennen und plötzlich ihn ansehen und unser Herz voller Liebe ist, dann ändert sich alles für uns. Auch wenn für Außenstehende das vielleicht gar nicht zu begreifen ist. Ein Moment, der alles verändert, in dem uns etwas deutlich wird. Und aus diesem Moment verändert sich die Gegenwart und die Zukunft. Petrus hat so einen Moment erlebt. Er hat erlebt, dass er begriffen hat, Jesus, das ist Gottes Sohn. In ihm ist Gott gegenwärtig. Er hat es begriffen und es hat sein Leben geändert, nicht nur in diesem Moment, sondern in allem, was kommt. In den Zeiten, die dann schwer wurden, erinnerte er sich an diese Erfahrung und sie gab ihm Halt, immer wieder. Und so ist es für uns wichtig, dass wir uns erinnern an das, was uns Halt gibt und Halt gegeben hat. Dass wir uns nicht von kleinen Schwierigkeiten das nehmen lassen, was uns bisher Halt gegeben hat, sondern dass wir auf unsere Erfahrung vertrauen. Petrus hat in diesem Moment, den er beschreibt, kritisch gefragt. Er ist keinen Hirngespinsten gefolgt und er ist sicher, das, was er erlebt hat, das ist wahr. Daran hält er fest. Die Begegnung mit Gott, sie trägt ihn sein ganzes Leben hindurch.
Die Erinnerung, sie gibt uns Halt, denn sie zeigt uns, Gott war da und Gott wird da sein. Er wird uns begleiten und festhalten, auch wenn die Tage in dieser Zeit vielleicht etwas schwer sind. Wir dürfen auf Gott vertrauen und sein Geist schenkt uns diese Erleuchtung, von der im Petrusbrief es heißt, sie geht auf wie ein Morgenstern. Wenn wir die Nacht durchstehen, dann die leuchtende Erfahrung und Gott war bei uns. Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie stumme Sprachen. Durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Lasst uns Fürbitte halten. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle, deren Herz voller Angst ist, dass du sie ermutigst. Wir bitten dich für alle, die nach Halt und Orientierung suchen, dass du ihnen den Stern leuchten lässt, den Stern, der uns unseren Weg zeigt. Wir bitten dich für unsere Kranken, dass du sie stärkst, für unsere Trauernden, dass du ihre Tränen abtrocknest, dass du ihnen spürbar nahe bist. Wir bitten dich für uns alle, dass wir immer wieder aufs Neue lernen, dir zu vertrauen. All unsere Bitten schließen wir ein in das Gebet, das uns Jesus Christus zu beten lehrt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.